So, wir starten in Akt 2, Sternlichtsonate, nachdem wir im letzten Part diesen großen Cliffhanger hatten, geht's jetzt mit Abschnitt 5 weiter. Das Aufsammeln der Scherben. Erst aus 3 Minuten. Und ich habe hier wieder meinen W20-Würfel dabei, der by the way regenbogenfarbig ist. Oh. Ja, gut, ich glaube, das ging, das war mal 15, das ging gerade so noch schwierig. Das ist ein gutes Ergebnis. Ja, doch, bis 15, der 20. Zum Glück hat das Gasthaus durch die herabfallenden Sterne nur wenig Schaden genommen und trotzdem haben die Reparaturen fast den ganzen Tag gedauert. Es sieht immer noch etwas mitgenommen aus, aber es könnte schlimmer sein. Hoffentlich ist niemand von meinen Kunden verletzt worden. Es ist nicht viel, aber ich sollte mir einen neuen Drink überlegen, mit dem ich sie überraschen kann. Oha, ein neues Rezept für Schlägermeister. Cool, ein neuer Drink, das gefällt mir. Eine kleine Insel der Normalität für alle, die hier einkehren. Das klingt gut, denke ich. Oha. Eine neue Person, die ich noch nicht kenne. Die Gastwirtin wahrscheinlich schon. Gastwirtin. Jade. Hätte nicht gedacht, dass du nochmal auftauchst, nachdem was passiert ist. Nichts für ungut. Nur für mich, wer hat diese Schlägerei nochmal losgetreten? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, habe ich wohl vergessen. Meinst du, ein Drink könnte dein Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Wenn ich darüber reden wollen würde, vielleicht, aber du kennst mich. Ich mache mir nicht viel aus der Vergangenheit. Dann bleiben wir wohl am besten in der Gegenwart. Wäre besser. Ich bin schließlich nicht hier, um in Erinnerungen zu schwelgen. Obwohl. Ich habe dir was mitgebracht. Etwas Nützliches. Nur falls du dich noch doch daran erinnerst, wer diese Schlägerei losgetreten hat. Das klingt interessant, darf ich sehen? Blitzsalbei. Hab ein wenig davon bei einem Auftrag gefunden, kann damit aber nicht viel anfangen. Aber koch keinen Tee aus den Blättern, schmeckt grauenhaft. Und deine Zunge ist danach stundenlang taub. Und versuchen freigeschaltete Blitzsalbei. Ich sehe, du weißt, wovon du redest. Deine Taverne scheint langsam in Jahre zu kommen. Offenbar entgeht nichts dem Zahn der Zeit. Ich war mir nicht mal sicher, ob sie überhaupt noch geöffnet hat. So schlimm? Manche würden wohl sagen, dass das Alter für Charakter sorgt. Und was würdest du sagen? Dass du alt geworden bist. Autsch. Nichts.
Persönliches. Du hast immer noch etwas von deinem Alten. Schaden? Ja. Ein bisschen Ehrlichkeit schadet nicht, weißt du? Du bist nicht mein Typ. Auch in Ordnung. Fate, sind deine Drinks mehr mein Typ? Was darf's denn sein? Etwas, das meine Reflexe beschleunigt. Alles klar. Okay, ein Drink. Schlägermeister. Das wurde der neue Drink, den wir haben. Das ist mir zumindest bisher auf der Karte nicht aufgefallen. Und ja, das sieht doch ganz hier nach. Nach Frebes Lieblingsdrink aus. Den wir hier zu bereiten. Der Jade. Den Rest so füllen. Perfekt. Anbustreiche nicht vergessen. Das könnte dir gefallen. Ein schneller Schock. Das nenne ich einen Drink. So ganz in die Jahre gekommen bist du scheinbar noch nicht. Manche Dinge verlernt man eben nicht. Was treibst du heutzutage so unzermüht? Ich schaue, dass ich auf dem Laufenden bleibe. Höre mich nach meinem letzten Job in der Stadt um. Dein letzter Job hat einen Auftrag in der Saiya-Ebene. Ein Sandsturm hat einige Wollgruppen Fellhändler terrorisiert, die am Rande der Ebene leben. Ich persönlich habe nichts gegen Sandwürmer. Sie tun, was sie ihnen tun. Und manchmal müssen sie halt fressen. Aber ich muss halt auch meine Rechnung zahlen. Also habe ich den Job angenommen. Ziemlich einfache Geschichte. Aber ich habe immer noch Sand zwischen den Zähnen. Zum Glück war es tatsächlich nur ein Sandsturm und keiner von diesen Nemics, die so tun, als wären sie Teil der östlichen Fauna und zack. Weg ist man. Egal. Ich habe jedenfalls von Unruhen in Soft geguckt und dachte mir, dass ich mir das mal ansehen könnte. Sofort? Die Hafenstadt? Ja. Dachte immer, es wäre da ziemlich ruhig. Das war es aber und ist es immer noch, jedenfalls meistens. Ich dachte zuerst, dass die örtliche Diebesgilde hinter diesen Unruhen steckt. Also habe ich mich darauf vorbereitet, mich mit einigen Banditen anzulegen, mit die Most Wanted Liste anzusehen und zu Kode zu machen. War aber keine wirkliche Herausforderung dabei, also habe ich nichts weiter gemacht. Außer einige Gerüchte auf dem Marktplatz aufzuschnappen, jedenfalls. Irgendwas darüber, dass die Familie des Erzmagers verschwunden ist. Oder so etwas. Nicht freigeschaltet, verschollen. Das klingt doch nach einem Job für dich. Ich bin nicht die Wolfhund.
Das kümmert mich ein entflohener Vermieter, wenn mich niemand dafür bezahlt. Verstehe. Unter meinen Kollegen haben Gerüchte über Untote am anderen Ende des Landes die Runde gemacht. Das fand ich offen gesagt wesentlich interessanter. Also bin ich hierher aufgebrochen und ich konnte der Versuchung einfach nicht widerstehen, nachzusehen, wie du dich machst. Ganz ehrlich, es könnte besser gehen. Wenn du darüber reden willst, kann ich gerne nachhaken. Aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Stimmt. Wie auch immer. Weißt du irgendwas über diese Untoten? Nicht wirklich. Ich habe die letzte Zeit vor allem mit Aufräumen verbracht. Die Taverne ist von den Geschehnissen letzter Zeit eigentlich mitgenommen wurden. Du meinst die Sternschnuppen? Sternschnuppen? Es ist weitaus ernster als das. Gastwirt, einen Trink bitte. Womöglich etwas, das meine Verteidigung stärkt. Nach einem sonnigen Morgen muss ich für jedwede Eventualität gerüstet sein. Kommt sofort. Ein Drink mit Verteidigung. Das ist auf jeden Fall Eisschnee. Und wollen wir vielleicht ein bisschen experimentieren. Können wir ein bisschen Eis zupfen. Und Eisschnee mit reinmachen. Wird noch eisiger. Jetzt können wir uns aber um, weil da muss eh schon. Und da gibt es keine News. Also machen wir hier. Und dann. Eisschnee. Extra kalt. Bitte sehr, ich hoffe, es schmeckt mit extra Zutat. Wie die Schuppen meines Drachen. Undurchdringlich stark. Makellos. Freut mich, dass es euch schmeckt. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, wie sehr diese Katastrophe die unschuldigen Bürger Zenits getroffen hat. Und meinen freien Tag noch dazu. Ich will mir gar nicht ausmalen, was für Wunden sie in den anderen Teilen des Landes geschlagen hat. Wenn dieser Sternregen nicht nur die Taverne, sondern die ganze Stadt getroffen hat, muss es ziemlich übel aussehen. Und wo wir gerade davon reden, ich helfe dir gern dabei, deine Bude wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn der Preis stimmt, natürlich. Nein, danke. Ich mache heute und morgen früher Schluss, um mich um alles zu kümmern. Wie du willst, das Angebot steht. Was? Ihr glaubt nicht ernsthaft, dass es sich hier um ein paar Sternschnuppen handelt. Oder? Was sollte sonst gewesen sein? Ist euch der Schaden, den es angerichtet hat, völlig entgangen? Soweit ich weiß, sind Sternschnuppenkometen, die durch Kasseprias Firmament am
Hand und zu, schlagen sie auf Gaia ein. Selten, aber es kommt vor. Nichts, worüber ich mir Gedanken machen müsste. Für mich ist das einfach nur ein weiterer Genesis. Kastupai, Stingebein. Was? Was weißt du? Weißt du etwas, was ich nicht weiß? Gut möglich. Oh, bitte, erleuchte mich. Mir scheint, ihr wisst nicht, mit wem ihr spricht. Nö. Mein Name ist Enditia Anwar, teurer Anhängerin der großen Drachen Cassiopeia, Boten des Wandels und Herrin der Güldenen See. Ich trete für all jene ein, die sich nicht selbst schützen können, und erbringe jene Gerechtigkeit, die Verdammnis zu bringen trachten. Und ich weiß sehr genau, wenn es etwas mit dem Himmel nicht stimmt. Cool. Nett, euch kennenzulernen. Elay Tira. Glaubt mir, wenn ich euch sage, das war weitaus mehr als ein gewöhnlicher Meteoritenschauer. Ich kann Fremden meist nur schwer trauen, aber sprich weiter. Ich glaube, etwas wesentlich Schlimmeres ist geschehen. Und was? Ich glaube, nein, ich weiß, dass die Sterne vom Himmel gefallen sind. Wortwörtlich. Für gewöhnlich residiere ich im Durchgang, ein Tempel weit im Nordosten von mir, der Cassiopeia geweiht ist. Aber ich nahm mir einige Tage frei, um nach Zenith zu reisen und den Geburtstag meiner Nichte mit ihr zu feiern. Wir gingen gemeinsam auf den Jagd vor den Stadttoren. Wir waren gerade auf dem Rückweg, als der Himmel aufzubrechen schien und vor unseren Augen Millionen von Sternen auf Gaia herabregneten. Ich befinde mich im inneren Einklang mit Cassiopeias Reich, dem Hafen aller Nichtbinder am Firmament. Sag doch gleich, Astralreich. Das wird diesem Urteil gerecht. Aber was versteht ihr schon davon? Er ist gewaltig und unermesslich schön. Ein Ozean mit einer leuchtenden Oberfläche, Heimat von zahllosen Kreaturen jenseits unserer Vorstellungskraft. Ist halt der theologische Begriff dafür. Jedenfalls. Ich bemerkte, just als es geschah, dass etwas nicht stimmte. Vielleicht sogar ein paar Herzschläge eher. Vielleicht frisch der Sternenfall. Ein Gerücht, dass sich etwas Großes anbahnt, wenn sich die Herrchen in den Nacken aufstellen und du weißt, dass irgendwo in den Schatten etwas auf dich lauert. Genau so. Und das ist, warum ich direkt nach Erfüllung meiner Pflichten zu euch kam, gestern. So viele Verletzte. Es ist mir eine Herzensangelegenheit herauszufinden, was passiert ist. Und als
ich mich umhörte, fiel immer wieder der Name eurer Taverne. Wenn jemand etwas darüber weiß, dann ihr, sagten sie. Sagten sie das? Ja. Ich fürchte, ich weiß sogar noch weniger als ihr über diese ganze Sache. Tut mir leid. Ich hatte gehofft, dass ihr hier zumindest einen ersten Fingerzeig finden könnte, wo ich mit meiner Suche anfangen sollte. Sie können sich sicher ein wenig für dich umhören. Würdet ihr das tun? Ich kann es zumindest versuchen. Hervorragend. Dann werde ich in der Zeit das tun, was ich am besten kann. Mir helfen, die Not sind. Vielleicht erfahre ich im Zuge dessen mehr über dieses Unglück. Warum? Was? Warum habe ich das Gefühl, dass euch das alles nichts ausmacht? Solche Dinge passieren ständig und solche Leute wie du bringen sie alle wieder in Ordnung. Also nicht mein Bier. Und Leute wie ich sind der Grund, warum Leute wie ihr so leben könnt. Ich habe nicht darum gebeten, dass man mir hilft. Irgendwann werdet ihr Hilfe brauchen. Und dann werdet ihr dankbar sein, dass es solche Leute wie mich gibt. Klar doch. Oh, bevor ich es vergesse. Ja, Elitia. Ich werde euch helfen, eure Taverne wieder aufzubauen. Und Geld, versteht sich. Das ist nicht nötig, aber dank für das Angebot. Nun, wenn ihr meine Hilfe nicht benötigt, gibt es sicherlich genug Leute, die das tun. Nach der Information freigeschaltet, Elitia. Mit diesem dann verabschiede ich mich. Möglicherweise wissen wir mehr, wenn ich zurückkehre. Ganz schön dramatisch. Ich denke doch, dass Gläubige sich in Krisenzeiten so verhalten sollten, nicht wahr? Ich würde das hier kaum eine Krise nennen. Klar, wenn es so ist, wie sie dankt und buchstäblich die Sterne vom Himmel gefallen sind, dann ist das etwas seltsam zu gehen. Aber wenn sie es gewollt hätte, hätte Cassiopeia es aufgehalten, denke ich. Bist du gläubig? Nein, aber ich bestreite nicht, dass die Drachen existieren. Und das heißt, dass sie dafür arbeiten sollten, wenn sie verehrt werden sollen. Charakterinformation freischaltet Jade. Wir müssen alle arbeiten. Ich will bezahlt werden, du auch, und sie verlangen Bezahlung, ohne zu arbeiten. Und was tun sie in einer sogenannten Krise jetzt? All was geschieht, ist Teil ihres Plans. Wünschte mehr nicht. Ah, jo. Zum Großabenteurer. Abenteurer? Wer? Ich? Du bist gerade hereingekommen.
nicht wahr? Schon. Aber sie ist aus wie ein Abenteurer. So, grüßt sie. So grüßt sie jedenfalls je. Mehr gibt das Budget nicht her, schätze ich. Wir haben noch jede Menge anderer Begrüße auf Lager. Wenn es dich glücklich macht, raus, gib mir einen anderen Gruß. Ganz schön hübsch und Gnerei. Genauso hast du mich begrüßt. Ja, aber bei mir ist es cool. Ja, sie ist generell ziemlich cringe. Genau da. Moment mal, wer bist du? Jade. Und du? Inko. Guten Namen. Jade, fällt mir. Darf ich ihn dir klauen? Was? Dann wäre es lieber, wenn dir niemand irgendwas klaut. Drachen, verdammt. Na gut. Dann hätte ich gerne einen Drink, wenn ich hier keine Namen bekomme. Was hast du so? Alles, was brauchst du mit am meisten? Etwas, das mich flinker und ründiger macht. Mich ganz gewohnt. Und will nicht, dass man mich pflegt. Bringt. Ich kann doch nicht mehr lesen. Was? Hey, Würmer sind oft ziemlich glitschig. Das nicht, aber. Ein glitschiger Wurm kommt sofort. Glitschige Form haben wir gar nicht. Schneller Schluck. Dreimal hiervon. Ein bisschen hiervon. Und hier. Das hier ist zwar wurmfrei, trifft aber hoffentlich trotzdem deinen Geschmack. Wir haben jetzt beide den gleichen Drink. Wow, das ist nice. So episch. Wo hast du das gelernt? Im unziemlichen Verbund. Hey, war nur ein Witz. Mach dich locker.